Herzlich willkommen hier in meinem Video, wie du Videos machst, die deine Community lieben wird und wie es einfach geht und ohne großen Technik-Firlefanz. Das erzähle ich dir in den kommenden Minuten. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und gerne kannst du dir das Video im Replay anschauen. Das wird jetzt einfach mal so eine kleine Reise. Wie machst du schöne Videos? Worauf kommt es an? Kommt es auf Technik an? Kommt es auf die Rhetorik an? Auf was kommt es an? Ich fange jetzt schon mal ganz einfach an. Was du brauchst, ist dein Handy, so wie ich gerade. Und dementsprechend ist das, was die Technik angeht, für uns alle überhaupt kein Ding mehr. Deswegen möchte ich da auch gar nicht so tief drauf einsteigen, weil dank des Fortschritts haben wir wahrscheinlich alle verstanden, wie es funktioniert, aufs Knöpfchen zu drücken und loszulegen. Es geht ja mehr um diese Kleinigkeiten drumherum. Und deswegen möchte ich dir an der Stelle zum Thema Technik und Setting einfach ein paar Tipps auf den Weg geben. Zum Beispiel hier, ihr seht das schon, ich habe hier ein Ringlicht. Ich liebe dieses Ringlicht. Das war ein Invest, den habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren getätigt. Circa 50 Euro, ich weiß das nicht mehr so genau. Und wenn ihr das sehen könnt, hier ist schon mal eine Halterung. Und das nenne ich unfassbar, extrem. Jetzt kriege ich Nachrichten, gar nicht gut. Es ist auf jeden Fall extrem hilfreich. Warum? Weil du damit für einen sinnvollen Ausschnitt sorgen kannst. Es ist nämlich so, ich sehe ganz viele, ich muss das Ding jetzt wieder auf die Seite kriegen, ich sehe ganz viele, schön, dann lasse ich das einfach mal so. Nein, lasse ich nicht. Ich sehe ganz viele Menschen auf Facebook, die zum Beispiel ganz weit weg stehen oder ganz nah kommen oder irgendwie halb gehangen irgendwo im Ausschnitt stehen. Ganz ehrlich, wir Menschen, also wir, die Videos gerne sehen, wir brauchen etwas mehr, wie soll ich sagen, etwas spürbare Körpersprache. Das heißt, mein Tipp an dich, achte auf einen Ausschnitt, sodass du ein bisschen oben am Kopf eine Handbreite frei hast und so ein bisschen links und rechts mittig stehst. Du kannst auch gerne hier stehen oder hier. Es ist nicht so wichtig, aber achte darauf, dass du gut zu sehen bist. Wenn du kein Stativ hast und auch kein so ein tolles Ringlicht wie ich, empfehle ich dir, eine coole Lampe zu nehmen, weil Licht brauchst du. Ja, es ist ganz wichtig, weil sonst hören wir nicht gerne zu. Das ist so, so wichtig. Und das Zweite ist, dann nimmst du einfach ein paar Bücher und stellst dort dein Handy drauf. Zum Beispiel hier ein kleines Stativ für unterwegs. Kann ich wirklich nur für alle raten, die sich vorgenommen haben, mehr Videos zu machen. Ist nicht teuer, ist extrem hilfreich. Auch hier kannst du dein Handy reinklemmen und du kannst es sogar schön verbiegen, dass du das, was weiß ich, an einen Zweig, an einen Baum oder sonst wo hinhängen kannst. Oder wenn du vielleicht Kochvideos machst, kannst du es dir irgendwie drüber hängen, sodass man dich und letztendlich auch dein Herz sehen kann. Nur als Beispiel. Ganz ehrlich, das war's schon mit der Technik. Es gibt sicher noch ein paar Feinheiten wie Ton und solche Geschichten. Aber wenn du frisch anfängst, ist das nicht relevant. Was aber viel wichtiger ist als Licht, Technik und Ton, das ist letztendlich die Wirkung vor der Kamera. Und da sprechen mich immer wieder ganz viele Frauen an. Sie sind unsicher, sie trauen sich nicht, sie wissen nicht, was sie sagen sollen, wie sie sagen sollen. Und hier ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Halte den Perfektionismus so klein wie möglich. Ja, du hast richtig gehört, weil es ist wie mit allem im Leben. Beim Videos machen ist das ja nichts anderes. Sind wir mal ganz ehrlich, du wagst dich auf einen Knopf zu drücken und traust dich, mit dir nach draußen zu gehen. Ich meine, das ist die Hölle für uns. Es gibt ja ganz viele Studien, die immer wieder beweisen, dass die Menschen mehr Angst davor haben, öffentlich zu sprechen, als vorm Sterben. Und das sollte dir schon mal Grund genug sein, warum du vielleicht ein bisschen Schiss davor hast. Wie du diese Angst in den Griff kriegst, ganz einfach, indem du es immer wieder machst und dran bleibst. Ganz egal, was die da außen sagen, ganz egal, was da von außen kommt, auch hier macht die Übung den Meister. Richtige Übung macht natürlich den allerbesten Meister. Mein kleiner Tipp für dich, wenn du Live-Videos machen willst und du fühlst dich nicht so in Form, das ist ganz easy, da geht es darum, dich ein bisschen in eine gute Energie zu bringen. Da rate ich dir wirklich immer vorher, was Cooles zu machen, zu tanzen, zu singen, irgendwas, was dich aus der Geschichte gerade rausnimmt, die du vorhast. Hallo ihr Lieben, schön, dass ich Zuschauer habe. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie es euch so geht beim Video machen oder warum ihr vielleicht noch keine gemacht habt. Das Ding ist einfach, du wirst immer besser. Und wo war ich denn eigentlich stehen geblieben? Ja genau, du zeigst dich nach draußen und das
bringt uns letztendlich auch so diese Verletzlichkeit und dann wollen wir perfekt sein. Und ganz wichtig, Perfektionismus ist an der Stelle gar nicht gut. Und hier ein wichtiger Tipp von mir. Du willst ja hauptsächlich Werbung machen, sind wir mal ganz ehrlich und sagen es direkt. Wenn man vorhat, ein Business voranzubringen, egal ob du Produkte vertreibst, ob du ein Businesskonzept hast, ob du Coachings verkaufst, ist es wurscht. Es geht ja immer darum, dich zu vermarkten, dich zu verkaufen. Und darum geht es natürlich auch in einem Video. Und deswegen hier mein allergrößter, wichtigster Tipp für dich. Es geht immer um dich. Ja, Inga, schreibt es, viel zu große Aufregung. Hey, das habe ich heute noch. Ich glaube, das hört nie auf. Aufregung ist aus meiner Sicht was Positives, weil das bringt dich in diese Präsenz. Das heißt, Aufregung ist doch spannend, weil du weißt genau, du willst ja jetzt abliefern. Also ist dein kompletter Körper unter Spannung. Und wenn du es auch mal so im Kopf für dich siehst, dann kannst du diese Aufregung viel besser akzeptieren. Aber wichtig ist, warum erzähle ich euch das? Weil ihr seht vielleicht, als ich vor fast 8 Jahren angefangen mit Videos. Und ganz ehrlich, da war kein Mensch auf Facebook zu sehen. Ganz selten war da ein Video. Da war klar, dass man, wenn man ein Video gesehen hat, das mal angeguckt hat. Wenn ihr wüsstet, was ich an Hater-Kommentaren bekommen habe und wirklich ganz, ganz schlimme Sachen, wenn ich auf die gehört hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also ganz, ganz wichtig. Aber heute haben wir ein anderes Problem. Wir brauchen die Aufmerksamkeit der Menschen. Wir wollen sie, natürlich. So, jetzt ist es an der Stelle für mich ein wichtiger Tipp, indem du aufhörst, Werbung zu machen, indem du nicht die Intention hast, ich möchte jetzt dieses oder jenes Produkt verkaufen, sondern mir geht es darum, dass meine Community mich kennenlernt, dass sie wissen, für was ich stehe, dass sie immer wieder einen roten Faden entdecken und dass sie neugierig auf mehr werden. Es reicht natürlich jetzt nicht, in diesem kurzen Ausschnitt da ganz klar und intensiv drauf einzugehen. Aber so ein paar Tipps werden dir dabei helfen. Deswegen schreib dir mal ganz klar auf, abgesehen von deinem Business, das hast du im Griff. Du kennst deine Produkte, du kennst dein Konzept, alles fein. Mach dir mal Gedanken über dich. Wer bist du? Für was stehst du? Für was stehst du nicht? Was ist dein großer Traum? Und für wen ist das, was du anzubieten hast? Was hat er für ein Ergebnis davon, ein Resultat? Ich zeig dir das mal am Beispiel meines Schuhs. Stell dir vor, ich verkaufe jetzt einen Schuh. Ehrlich gesagt, nicht perfekt gerade zu dieser Zeit, weil wer trägt schon solche Glitzerschuhe momentan, wenn wir doch meistens irgendwie barfuß rumlaufen. Aber ich verkaufe dir jetzt nicht den Schuh, weil der so schön aussieht, sondern ich verkaufe dir das Gefühl. Weil wenn ich diesen Schuh trage, und das ist jetzt die Wahrheit, ich habe früher viel Telefonakquise gemacht, also vor 30 Jahren noch, und da war ich sehr, sehr unsicher. Und das ist nichts anderes wie in einem Video. In der Sprache liegt auch die Magie. Dann habe ich mir immer richtig rattenscharfe, hohe Schuhe angezogen beim Telefonieren. Und die haben mir ein Gefühl gegeben, ich wurde selbstsicherer, ich habe mich, weiß ich nicht, mächtiger, sexier, großartiger gefühlt. Und das ist das, was dieser Schuh ausmacht. Vielleicht ist das auch was für dich, wenn du dieses Gefühl zukünftig haben willst, in Videos, ja, eben diese charismatische Wirkung zu haben, dann brauchst du vielleicht den Schuh. Also, das war jetzt einfach nur mal ein grobes Beispiel. Du sollst nicht über dein Produkt sprechen, wie es heißt und was alles drin ist und Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, sondern was hat der andere davon, wenn er mein Produkt kauft, wenn er mein Businesskonzept nutzt, wenn er mein Coaching bucht? Das ist die Essenz, die du dir immer wieder vorstellen musst. Und so planst du auch deine Videos. Der nächste wirklich wichtige Tipp ist das Thema Verkörperung. Verkörperst du das, was du in deinen Videos sagst? Ein ganz wichtiger Punkt, oft sehe ich das und das ist letztendlich ganz spannend zu wissen. Wir Menschen, also die Sprache gibt es erst laut Aufzeichnungen seit über 100.000 Jahren. Die Menschheit gibt es ja schon viel länger. Das bedeutet, wir sind eigentlich instinktiv nicht auf Sprache ausgelegt, sondern auf die nonverbalen Signale. Also deine Körpersprache, deine Mimik, all das. Das ist das, was die Menschen
bei dir in, ich glaube, ich habe das mal gelesen, in 1,7 Millisekunden schon abchecken können, da stimmt was nicht. Oder, wow, die Frau oder der Mann hat mich jetzt total in den Bann gezogen. Das ist der Moment, wenn das, was du zu sagen hast und das, was dein Körper signalisiert, in Einklang kommt. Das ist eine, ehrlich gesagt, eine Philosophie für sich. Das ist was, was ich zum Beispiel in meinem neuen Workshop, der Mittwoch starte, auch trainiere. Dieses Thema Charisma und wie du deine Message mit deinem, ja, Körper und dir selbst in Einklang bringst. Und das kann man auch üben. Das ist letztendlich auch eine Thematik. Wenn man weiß, auf was es ankommt, dann kann man das üben. Aber wichtig an der Stelle, das ist der Grund, wieso du manchmal mit Menschen sprichst und denkst, ich weiß es nicht, mein Bauchgefühl. Das ist genau das. Wir sind instinktiv darauf ausgelegt, genau diese Dinge abzuschätzen, passt das oder passt das nicht. Und jetzt kommt halt der Hammer. In unserer digitalen Welt sind wir nur noch 2D. Also wir sind nicht mehr dreidimensional, sondern zweidimensional. Umso wichtiger ist eben deine Präsenz vor der Kamera, deswegen das Licht, deswegen auch dein Ausschnitt, deine Körpersprache und dass man dich halt auch gut erkennen kann, dass man so ein bisschen was wahrnehmen kann. Weil deine Augen fangen an zu sondieren. Erzählt die, das stimmt, das, was die sagt. Fühlt die das auch? Ist wirklich da was Wahres dran? Das fällt dir zweidimensional, also auf Videos, viel, viel schwerer. Und deswegen ist das so wichtig zu erkennen, auf was kommt es dann an. Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp, den sehe ich ganz oft. Wenn du ein Video machst, ob live oder hochgeladen, achte auf die Überschrift. So oft sehe ich ganz tolle Videos von tollen Menschen, aber du scrollst ja vorbei. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte. In der heutigen Zeit scrollen wir einfach durch. Es gibt zu viele Videos und du willst ja erreichen, dass die Menschen, mit denen du gerne zukünftig arbeiten möchtest, bei dir hängen bleiben. Deswegen ist es so wichtig, dass du auf diese Dinge achtest und eine richtig coole Überschrift platzierst, die genau die Menschen ansprichst, die du haben willst. Denk dabei vielleicht an dieses große deutsche Blatt, an diese Zeitschrift, die jeder kennt und keiner liest, die was weiß ich, was für eine Riesenauflage hat und die an jedem Supermarkt zu sehen ist, an jeder Tankstelle mit den dicken Überschriften. Du weißt genau, was ich meine. Diese Überschriften sind so plakativ und die meisten von uns wissen ja auch, dass das alles Quatsch ist. Aber wir bleiben hängen und wir lesen es durch. Wir sind neugierig. Das ist auch so ein Trieb von uns. Wir sind neugierig. Um was geht es? Ich schaue mir das an. Also wenn du zukünftig ein Produktvideo machst, zum Beispiel über ein Pflegeprodukt, das irgendwelche geniale Wirkungen erzielt, dann schreib doch einfach mal, wie du in 2 Minuten schaffst, Punkt, 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 Punkt. Ja? Dass sie mal sagen, hey, coole Sache, schaue ich mir mal an, was die zu sagen hat. Und dann lernen die Menschen dich kennen. Und wenn du dann Kontinuität reinbringst, das heißt nicht nur ein Video machen, sondern regelmäßig, ja, ich rate dir mindestens 2-mal die Woche, besser noch mehr, weil dann kommst du auch in diese Metamorphose, dass du auch immer sicherer wirst, die Aufregung immer besser wird. Und dann wird das richtig, richtig cool. Und ganz zum Schluss ein wichtiger Punkt an der Stelle. Habe absolut keine Erwartungshaltung, sondern mach es, weil du Bock drauf hast. Mach es, weil du dein Business liebst, weil du deine Produkte liebst, weil du einfach dahinter stehst. Erzähle nichts von irgendwas, was du eigentlich nur gehört hast, sondern erzähle nur über Dinge, ja, die du selber erlebt hast, von denen du selbst überzeugt bist, von denen du selbst begeistert bist. Weil dann brauchen wir gar nicht über Körpersprache und Mimik sprechen, weil dann kommt sie automatisch. Und wenn irgendeiner bei dir was Dämliches kommentiert, auf deinen Postings, auf deinen Videos, mein Rat an dich, geh keine Diskussion ein, sondern einfach löschen und vergessen. Weil eines ist sicher, du kannst die geilste Granate auf diesem Planeten sein. Es wird immer einen geben, der dich scheiße findet. Und das zu akzeptieren, ist der erste Schritt, um eine Videoqueen zu werden. Wenn du mehr wissen willst, ich habe gerade einen Workshop, der startet am Mittwoch, sind nicht mehr viele Plätze frei. Und da geht es eben um diese Metamorphose. Wir üben das. Es geht einfach darum, ich gebe euch ein paar Videothemen vor, die ihr üben könnt.
Da geht es auch um Community und Austausch. Und das wird einfach ein kleiner, knackiger Workshop, wo ich da sehr, sehr intensiv drauf eingehe. Ich liebe es nämlich, Menschen das Videothema beizubringen, weil es ist nicht nur, dass du mit Videos Werbung machen kannst, ein tolles Marketing. Für mich ist es mehr. Wenn du dich dem Thema Video widmest, dann wirst du auch selbstbewusster, du wirst selbstsicherer, du wirst rhetorisch einen riesen Schritt machen, das kann ich dir versprechen. Du wirst vor allem nicht nur in Videos glänzen, sondern zukünftig auch, wenn wir endlich wieder raus dürfen auf die Straße und Events machen, du kannst auf Bühnen auf einmal voller Souveränität auftreten. Du bist in deinen Präsentationen viel sicherer. Du bist auch in einem 1-zu-1-Gespräch ganz anders. Das Videotraining hat einfach sehr viele Aspekte. Und das Schöne ist, in meinem 5-Tage-Workshop habe ich noch einen Special Guest, und zwar eine ganz liebe Freundin von mir, die ist sozusagen die Content Queen. Die steht für eine knappe Stunde uns zur Verfügung und zeigt, wie man auch tollen Content kreiert, wie du Text und Sprache so kombinierst, dass es die Menschen anzieht, ja, die zu dir passen und auf die du Lust hast. Wenn du weitere Fragen hast zum Thema Video, kannst du gerne unter diesem in den Kommentaren eine Frage stellen. Ich antworte sie gerne. Vielleicht hast du noch eine Idee, wo du sagst, ach, hier würde ich gerne ein bisschen mehr wissen. Dann bringe ich dazu morgen noch mal ein Live. Mir ist das nämlich ganz wichtig, es geht mir gar nicht so um meinen Kurs, sondern darum, dass wirklich viele erkennen, wie genial das Thema Video machen ist und dass das wirklich für jeden was ist. Wenn du schon meine Video-Queen-Strategie gebucht hast, an der Stelle ganz wichtig, bitte kauf nicht meinen Workshop, weil bei dir ist dieser Workshop als Bonus inklusive bzw. kostenlos mit dabei. Ich freue mich also auf Mittwoch, auf meine Teilnehmerinnen, und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like und natürlich gerne auf eure Fragen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Start in die Woche und haltet es wie mit diesen Glitzerschuhen. Es kommt nicht darauf an, was drin ist. Es kommt immer darauf an, was es mit dir macht.